So, weiter geht's mit Godzilla. Heute Gebiet Nummer 8. Anführer der Shuyo. It was my destiny to rise to this position. Cool. So ist das Schicksal. Godzilla approaches. I have to keep my cool. Ist das geil? Oh nein! Godzilla kommt! Oh, ich muss mich zusammenreißen! Ich muss! You will know our country's swift hand of justice. Ja, das war wenigstens mal einer, der sagt, hier geht's ab. Was, jetzt schon? Was zum Geier? Ach komm, wieder so eine Motte? Nein! Die Motte digitiert zum Schmetterling! Oh oh. Mothra haben wir zwar in der letzten Folge schon besiegt. Aber man kann nie genug Mothra besiegen. No way, doch. Mothra muss dran glauben. Mit aller Kraft stürzt sich Godzilla direkt auf Mothra. Oh, sie ist sogar eine 60-Meter-Gattung. Mit Flügeln. Ach, schau mal, meine Freunde helfen mir auch. Schau mal, ich habe auch was für dich. Kann ich jetzt mal bitte hier mein Strahl abschießen? Alter, die macht mich voll alle. Die hat ja voll den Wirbelangriff. Die macht mich ja voll nass. Dann können wir jetzt gleich mal rausfinden, ob man jetzt hier auch sterben kann. Es ist wie in so einem Kampfspiel, ja, wo der Gegner immer die gleiche Taste macht. Die macht immer den gleichen Angriff. Dieser blöde Wirbelangriff. Und Godzilla muss sich dann erstmal an den Kopf fassen und sagen, mein Gott, hast du das gesehen? Die hat mich angewirbelt. Angewirbelt hat sie mich. Angewirbelt. Oh, hier, nimm einen links, einen rechts. Hier, und den Strahl, den kriegst du auch noch. So, Nachschlag gefällig, Mädchen. Motte. Hier kriegst du noch einmal meine Hörner zu spüren. Ja, Mothra hat kaum noch Power. Direkt zwischen die Flügel. Komm mal her hier. Riech an meinem... Na, das kann ich jetzt nicht sagen. So, das wäre jetzt zu weit führen. Ja, Mädchen. GeForce-Einsatzleiterin. Diesen Wunsch kann man haben, dass der gute Godzilla auf einmal vergisst, warum er hier in diesem Dorf ist. Ja? In diesem kleinen japanischen Vorort. Aber das kann man auch nur so vermuten. So, jetzt trampel ich hier noch die Autos platt. Wenigstens eins davon. Aber jetzt schon 43% Zerstörung, ohne einen Generator bisher zerstört zu haben. Ist doch schon mal was. Ich habe nicht mal einen blöden... Was? Könnt mal aufhören, mich hier anzugreifen. Die
Schütze Godzilla! Godzilla kommt und nimmt den großen Stromturm auseinander. Oh no! Ich habe nicht mal ein Video-Event jetzt gehabt, ne? Das ich richtig aufnehmen konnte. Vorhin hatte ich ein ganz kleines, aber das war es dann auch schon wieder. Also mich wundert, dass ich noch nicht gestorben bin. Gut, aber wenn Godzilla jetzt beim Angriff auf Tokio sterben würde, dann wäre natürlich auch irgendwie... Wäre natürlich irgendwie blöd, aber ich meine... Sonst bin ich ja unsterblich. We're doomed. So, Energierate 17. Machen wir hier das Ding kaputt. Also es ist echt ätzend, also man muss jedes Mal die Animation komplett abwarten, die man gerade ausgelöst hat. Weil einfach bewegen kann man sich jetzt hier nicht, ne? Man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Aber man kann durch die Stadt rennen und alles kaputt machen. Was? Secondary Target? Kommt da noch einer? Das wäre ja mal was. Oh, voll ausgewichen hier. Hang out for the camera, Godzilla! Smile in the camera. So, Zusatzbonus. Habe ich jetzt... Ich habe 70%. Was fehlt denn noch? So, der ist schon mal weg. Über die Brücken kann ich nicht. Über 7 Brücken kannst du nicht gehen, Godzilla. Nicht eine Brücke kannst du überstehen, Godzilla. Da sind noch neue Generatoren. Oh, habe ich die Magnetschwebebahn hier schon kaputt gemacht? Nee, das ist eine Autobahn. Was geht bei euch ab hier? Ja, so ist das. Mit was für einem Enthusiasmus dieser sagt. Godzilla hat den 9. Bereich erreicht. Juhu! Er macht die schöne Autobahn kaputt. Weil Godzilla findet, man sollte die Umwelt nicht verschmutzen. Mit Autos und Autobahnen. Habe ich da wirklich was von, wenn ich jetzt hier die ganzen... Also alles so kaputt mache, was hier so ist? Naja, ich werde halt ein bisschen größer, ne? Ich habe schon fast 70 Meter, Leute. 70 Meter! So groß bin ich noch nie gewesen. Oh, jetzt muss ich zurücklaufen. Für den Data Collection Point. Godzilla has entered the Data Collection Squad's area. Okay, am Ende sind das alles nur Screenshots, die ich hier mache. Die irgendwo gespeichert werden auf der PlayStation. Also, wie gesagt, es ist die PlayStation 4 Version. Ich habe eigentlich gedacht, dass es so cool aussieht wie quasi im... Also, der Trailer, der sieht schon sehr cool aus, aber... Das Spiel selber, das ist dann ein bisschen zurückhaltend mit der Grafik, möchte ich einfach mal sagen. So, eine Rolle? Nö, nicht mal das. Nur noch ein Generator übrig. Unten auf der Minimap sieht man das auch.
finde das so witzig, dass es hier irgendwie so eine Limitierung gibt. Quasi, wo Godzilla hin kann und wo nicht. So, den haben wir auch. 85%. Oh mein Gott, er ist es. Ja, wirklich. Seitdem er eine Dreiviertelstunde in eurer verdammten Stadt rumwütet, ist der Helikopterpilot immer noch völlig überrascht. Keine Ahnung, was da unten alles explodiert, ne? Mein Zorn. Ich muss erstmal den Zorn jetzt hier wieder steigern. Mein Gott. Alle Generatoren sind vernichtet worden von Godzilla. The mission is a failure. Tja, für mich nicht, ne? Ja, natürlich. Das Volk wird eh an die Leitung glauben, die dafür gesorgt haben, dass hier alle kaputt gegangen sind. So Leute, aber das war's. Ich mache jetzt so eine Folge, eine Mission lang. Und in der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht. Bis dahin, Servus, euer Marv.